Am Wochenende wartet der nächste harte Brocken auf den FSV Zwickau. Am Sonntag müssen die Schwäne um 13 Uhr beim Tabellendritten SC Freiburg 2 ran. Freiburg hat die letzten beiden Spiele verloren. Könnte das die Chance für den FSV sein, etwas Zählbares mitzubringen und weiter im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben? Mehr dazu erfuhren die Medienvertreter heute bei einer Pressekonferenz in der GGZ-Arena. Wie soll ich anfangen? Wie seid ihr in die Woche gestartet? Ich denke, die Köpfe hingen ja auch erstmal nach der gefühlten Niederlage. Es war zwar doch ein Punkt, aber irgendwie hatte man den Eindruck nach dem Spiel, es fühlte sich wirklich wie eine Niederlage an. Wie habt ihr das weggesteckt, verarbeitet, aufgearbeitet Anfang der Woche? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir das Spiel genauso aufgearbeitet haben wie alle anderen Spiele eben zuvor auch. Ich gebe Ihnen recht, wir haben uns natürlich alle sehr schlecht gefühlt, weil es eigentlich eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft war und wir eigentlich mit nichts anderem als diesen drei Punkten hätten nach Hause gehen müssen. Leider ist es nicht so gekommen und deswegen haben wir es dann auch sachlich, fachlich analysiert, den Jungs Videos gezeigt, was wir wirklich auch gut gemacht haben, weil es da sehr viele Szenen davon gab, aber eben was es auch noch besser zu machen gilt. Und so sind wir dann auch in die Trainingswoche gestartet, haben dann eben auch ein paar Dinge mitgenommen, die wir einfach dann auch verbessern müssen, um uns natürlich dann auch auf das Spiel gegen Freiburg 2 jetzt am Sonntag vorzubereiten. Man sagt ja immer, das ist auch so eine Kopfsache sowas, ne? Also es macht ja auch was mit den Spielern. Also so kurz vor einem Sieg zu sein und dann halt doch noch so ein Genickbruch am Ende. Macht ihr mentale Übungen oder ist das jetzt gar nicht mehr wichtig, weil es einfach nur darum geht, halt zu gewinnen? Grundsätzlich geht es immer nur darum und ich denke, das ist für die gesamte Gruppe ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung auch von früher, dass einzelne Jungs sich schon auch da hier und da mal mit Sportpsychologen dann auch zusammengesetzt haben, einfach um für sich auch vielleicht so einen roten Faden zu entwickeln, wie man mit Negativerlebnissen umgeht. Aber ich denke, jetzt in der großen Gruppe macht das wenig Sinn, weil da wird sich keiner dann irgendwo groß outen. Und deswegen ist es jetzt für uns auch in der Kürze der Zeit, weil es sind noch 6 Wochen, macht das jetzt keinen Sinn, mit sowas zu beginnen. Wir konzentrieren uns auf das Sportliche. Wie gesagt, wir haben viele gute Dinge im letzten Spiel dann auch klar auf den Platz gebracht, ja, sodass wir eigentlich hätten gegen Saarbrücken dieses Spiel gewinnen müssen. Haben wir nicht getan. Und da müssen wir es jetzt einfach besser machen. Die Spiele werden weniger. Das ist einfach so. Und deswegen eben auch diese Traurigkeit nach diesem Spiel. Und da geht aber dann der Ausblick auch schon wieder nach vorn. Dann geht es jetzt nach Freiburg auf diese lange Reise in den Breisgau und da wollen wir unbedingt was mitnehmen. Und wenn man sich eben auch den Spieltag so anschaut, wenn Halle gegen Bayreuth spielt, sind wir eigentlich auch fast schon dazu verpflichtet und wir wollen es natürlich auch da auch Punkte mitzunehmen. Da wollte ich gleich mal anknüpfen. Hat das Einfluss darauf, das Ergebnis von Halle Bayreuth in der Herangehensweise dann letztlich? Nee. Man kann ja auf die Spieltage schauen, die Spiele werden immer weniger, es gibt immer weniger Punkte zu vergeben und für uns ist ganz klar, wir müssen jetzt punkten, wir wollen punkten, das ist das Wichtige. Die Mannschaft hat sich gut präsentiert, sie war willig im Training und deswegen ziehe ich da auch sehr, sehr viel positive Energie daraus. Können Sie vielleicht noch einen Satz zu Freiburg sagen, zum Gegner an sich? Ja, man hat es ja in der Vergangenheit schon öfter erlebt, dass dann, wenn so zweite Mannschaften von Profivereinen, wenn die dann das zweite Jahr in diese dritte Liga gehen, zwar mit Bayern München 2 damals auch so, haben sich an den Männerfußball gewöhnt und da kommt natürlich ihre unfassbar hohe fußballerische Qualität dann auch zum Tragen und das haben sie eben über einen Großteil der Saison immer gezeigt, ja, mit viel Tempo, mit viel fußballerischer Qualität, wie ich schon sagte. Aber haben eben jetzt auch die letzten 4 Spiele nicht gewonnen. Ja, und sie können nicht absteigen, sie können nur noch nach oben schauen, sie können die Saison genießen. Und da ist es natürlich dann auch immer schon auch cool, da auch zu Hause, für sie zu Hause zu spielen dann. Und wir wollen aber eben das entgegensetzen, was wir zu bieten haben. Und einfach auch diesen Überlebenskampf, den wir einfach auch an den Tag legen müssen, den wollen wir in Freiburg bieten. Noch zur Situation, ist jemand verletzt jetzt in der Woche? Oder? Ja, Robin Ziegele musste ja leider ausgewechselt werden und es hat sich dann herausgestellt, dass er halt eine Wadenverletzung hat, dass er uns nicht zur Verfügung steht.
Ansonsten sind die Jungs, die so ein paar Wehwehchen hatten, die sind wieder im Training, die sind mit dabei. In Yannick Möcker zum Beispiel, der kann wieder eingesetzt werden. Und wir werden dann morgen nach dem Abschlusstraining dann den Kader benennen und steigen dann in den Bus nach Freiburg. Ronny König ist da? Ronny König leider nicht. Der ist nach wie vor außer Gefecht mit seinem Knöchel. Ja, und ich denke, das wird auch eher schwieriger werden, weil das ja, nicht so richtig vorangeht, muss man sagen. So, jetzt möchte ich den Can mal was fragen. Can, kannst du vielleicht mal so ein bisschen aus der Kabine plaudern, dass man einfach nochmal sagt, wie es euch ging? Klar, der Trainer hat gesagt, ihr wart alle traurig, aber dass du einfach mal beschreibst, wie das so war nach dem Spiel. Saßt ihr alle ruhig in der Kabine oder habt ihr euch angeschrien, habt ihr euch beschimpft? Ich glaube, der Trainer hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Klar, wir haben uns in dem Heimspiel viel vorgenommen und wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Und das ist natürlich bitter, wenn du da so zwei Nackenschläge kriegst. Aber ich bin ehrlich, was den Verein, die Mannschaft immer ausgezeichnet hat, und das seit ich hier bin, ist es so, dass wir eigentlich auch nach solchen Situationen gemeinsam wieder aufstehen. Und so war das eigentlich auch in der Woche. Also klar haben wir uns geärgert, aber in der Woche haben wir gesagt, wir haben jetzt am Sonntag eine neue Chance und vor allem müssen wir die für uns nutzen und deswegen ja, haben wir das jetzt so verarbeitet. Ich sehe dich noch Klassenerhalt feiern, und zwar den krassen in dem Corona-Jahr, ganz vorne. Also du bist ja auch so erprobt, was das angeht, auch hier in Zwickau. Was gibt dir den Gedanken, das noch zu schaffen? Ja, das ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Das ist, was, glaube ich, den Verein so ein bisschen auch auszeichnet, im Gegensatz zu anderen Vereinen, ist, dass wir halt in diesen schwierigen Situationen sowohl als Mannschaft als auch mit den Fans zusammenhalten, weil ist es ja auch im Abschiedskampf jetzt ein wichtiger Faktor, dass wir zusammen da in der Situation stehen. Und deswegen, also ich bin optimistisch, weil wir die Chance haben, das zu packen aus eigener Kraft. Und deswegen, ja, dann habe ich das Gefühl, dass wir es hinkriegen.